Doch ja, das war jetzt auch lustig. Keine Ahnung mehr. Wenn's kommt, dann erinnerst du dich dran. Ja, gut. Librirari. Zerstörst schon wieder die ganze Atmosphäre. Mann. Ich glaube, das ist ein Diary. Ja. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Yeah. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Structure. And I can't find the structure. This is great. Grape, gay, gape, grape, rape. Ach Gott, unser Zungenbrecher, ne? Hier nochmal. Grape, gay, gape, grape, rape. Da war doch noch mehr drinnen. Das war der Grape, gate, grape, gape, rape, oder? Ach, keine Ahnung mehr. Mhm. Also die Interaktivität ist echt genial. Wie man das hier schon, ich denke mal, das kann man hier auch recht gut erahnen, wie schön sich das hier steuern lässt. Das ist echt klasse. Von der Tasche zu Alexander, Baron of Brandenburg. Das konnte Grand for Total of 3 years. Alexander war Deutscher, oder? Ich nehme es mal an, ja. Das war der, mit dem er immer rumläuft. Diese ganzen Flashbacks, die man manchmal hört. Der Daniel hat irgendetwas zu tun mit dieser, mit diesem Kult, Sekte, Organisation, was auch immer. Und der Alexander ist sein Mentor gewesen und den muss er jetzt anscheinend umbringen. Und da hört man immer die ganzen Flashbacks im Laufe des Spiels. Also wenn immer mal im Spiel plötzlich jemand das Reden anfängt, das sind dann der Daniel, der Hauptcharakter, und der Alexander, die gerade irgendwo rumlaufen und irgendwas diskutieren. Genau. Okay. Study! Ja, aber es ist nicht die Study. Ja, ich mach die Tür lieber wieder zu. Ja, noch ist es egal. Am Schluss kommt trotzdem noch was. Ich trau dem Spiel kein Meter weit. Auch vielleicht so eine Sache, die manche Leute stören mag, falls sie es mal spielen wollen. Das vielleicht zum einen, wenn ihr es spielen wollt, schaut das hier nicht an. Spielt es lieber selbst. Weil das Spiel ist so geil, eigentlich. Und kostet auch so gut wie nichts im Vergleich zu anderen Sachen. Szene war es, ne? Irgendwie sowas mittlerweile. Und die Gegner spawnen. Die Gegner spawnen einfach... Würde er mal den Zettel nehmen, der wurde gleich, auf dem Tisch liegt. Sag das noch schnell. Die Gegner spawnen einfach irgendwo und die verschwinden auch irgendwo, sobald sie euch nicht mehr sehen. Also das ist ziemlich... kommt unerwartet, wenn ein Gegner auftaucht. Ihr könnt nicht sagen, beim nächsten Durchspielen, da ist jetzt einer, oder wenn ich jetzt dahin gehe, dann sind da keine. Nix da. Also das ist ein richtiges Arschloch im Spiel. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. Aber I feel a need to for I fear that my memory will fail me if I linger. Kannst mir noch nicht einfach den Schlauch aus dem Mund nehmen? I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. Bastard.
The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ja, so. So viel Shisha ist scheinbar zu ungesund. Ja, zu viel Dunkel leider auch. Mach die Tür zu. Ich höre ein Klavier. Ja. Das ist schön. Toll. Ja, meine Sicht wird schon blurry. Und das Herz fängt das Klopfen an. Es knackt was, hörst du? Oder ist das Klopfen? Schock. Head is pounding and hands are shaking. Das ist das zweitschlimmste, was man haben kann. Was war das? Das Punkt, Punkt, Punkt war das Punkt, letzte. Punkt, Punkt war das letzte, genau. Danach. WTF, sind die jetzt schon da? Ich guck mal. Das wäre ja jetzt aber. Ich will da raus, das ist viel schöner als hier drin. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich in Cave hin, oder? Oh. Das ist voll. Ach so! Nachfüllen wäre gut. Wer ist das nochmal vorbei? Doppelklick. Okay. Ah, ich wundere mich schon, warum sich das nicht auffüllt. Ja, dann kann man ja. Jetzt kann man ja mal ein bisschen ziehen. Ah, ich freue mich, die Hersteller machen nämlich ein neues Spiel in der Art. Die haben auch schon vorher eins gemacht, Penumbra. Ähnliche Spielweise, genauso geil eigentlich. Und wie gesagt, die machen jetzt momentan ein neues und da freue ich mich auch schon tierisch drauf, weil das sicherlich auch wieder so wird. Und solche Spiele machen doch am meisten Spaß. Ja. Solche Spiele spielt man auch gern, allein, zu Hause, abends. Was ist jetzt? WTF? Okay. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry. But I managed to push myself toward the enchanting light. Nö. Gehst wieder zurück. Vergiss es. Ah, okay, ich gehe ja schon. Kannst du denn rennen? Ich kann nicht rennen, nee. Achso. Ich habe auch kein Item Screen. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Das kann sein, ne? Wir haben den Orb nie gesehen, also. Wir haben ihn aber fast zusammengebaut. I reached out. Closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Vielleicht nochmal ganz kurzes Wort zu den Herstellern. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen nebenbei rede. Obwohl es ja eigentlich für Let's Play nicht schlecht ist. Deswegen halt das sind übrigens bloß, glaube ich, 4 Leute oder so, oder 5.
Und